Hallo Welt, ich bin Thomas von Devolution und heute spreche ich darüber, wie man ein grundlegendes Tuning eines beliebigen 3D-Druckers vornehmen kann, um möglichst gute erste Resultate zu bekommen. Dazu werden wir uns ein spezielles Testfilament ansehen und wir benutzen Orca-Slicer, um diesen Ender 3 V2 einzustellen und von einem total zerstörten Banshee auf ein fast makelloses Ergebnis zu kommen. Wir werden E-Steps und Flow kalibrieren, den Offset einstellen, Pressure Advance konfigurieren und ein paar andere Kleinigkeiten umsetzen. Die hier vorgestellten Schritte sind einfach und können eigentlich bei jedem Drucker eingesetzt werden, um die Druckqualität deutlich zu verbessern. Viel Spaß und jetzt geht's los! Der hier benutzte Ender 3 V2 ist nur ein Beispiel. Die Tipps können für jeden Drucker benutzt werden. Da es aber bei einem Bambulab X1C oder bei einem Brusher MK4 durch die gute Voreinstellung vom Hersteller sowie bessere Komponenten einfach ist, ein sehr gutes Ergebnis out of the box zu erzielen, nehmen wir mit dem Ender 3 V2 einen Drucker, der gute Ergebnisse liefern kann, allerdings meistens etwas Anschub braucht. Der Drucker ist im Großen und Ganzen noch im Auslieferungszustand, lediglich die Firmware haben wir getauscht. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Zudem wurde das Glasbett durch ein flexibles magnetisches Bett ersetzt, auch dazu gibt es einen Link in der Beschreibung. Qualität ist eines der wichtigsten Features, die ein 3D-Druck zeigen sollte. Und Qualität zeigt auch der Sponsor dieser Folge, PCBWay. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich PCB-Prototyping und Fertigung erfüllt PCBWay die Bedürfnisse seiner Kunden aus verschiedenen Branchen in Bezug auf Qualität, Lieferung, Wirtschaftlichkeit und anspruchsvolle Anforderungen. Als einer der erfahrensten PCB-Hersteller in China ist PCBWay stolz darauf, euer bester Geschäftspartner und Freund in allen Belangen eurer PCB-Anforderungen zu sein. Warum solltet ihr euch für PCBWay entscheiden? Neben einer Lieferquote von beeindruckenden 99% bietet PCBWay auch Herstellerdirektpreise, schnelle Bearbeitungszeiten von bis zu 24 Stunden und erstklassigen Kundenservice. PCBWay ist ein One-Stop-Shop für alle eure PCB-Bedürfnisse wie Prototyping, SMD-Schablonen und PCB-Montage. Besucht PCBWay, um euer Angebot noch heute einzuholen und erlebt selbst den großartigen Service und die Qualität, die PCBWay bietet. Kommen wir zurück zum Guide. In den Kommentaren hat mich Markus Keller auf das Testgraufilament von Bavaria Filaments hingewiesen, das sich sehr gut eignen soll, um Layerlinien zu zeigen und so den Drucker einfacher einstellen zu können. Ich habe daher zwei Rollen Testgrau bestellt und für diesen Guide benutzt. Die Verpackung ist gut, die Rollen sind in Ordnung aufgerollt, passen in das Bambulab AMS und sind mit knapp 22 Euro auch nicht teuer. Das Filament ist nicht gesponsert, aber Bavaria Filaments hat einen 10% Gutschein für euch, wenn ihr den Code Devolution nutzt. Ich verlinke euch natürlich den Shop, wenn ihr dort auch bestellen möchtet. Aufgrund der Kompressionsartefakte bei YouTube-Videos sind diesmal mehr Standbilder für diese Aufnahme im Video, damit ihr auch die Linien besser erkennen könnt. Als erstes habe ich natürlich versucht, ein Banshee zu drucken. Wie ihr seht, war das eher ein Ruderboot und noch dazu vermutlich nicht seetüchtig. Eine immense Under-Extrusion, das sieht nicht gut aus. Nachdem ich den Extruder ausschließen konnte, da er ohne angeschlossenen Bodenschlauch normal zu laufen schien, konnte das Problem nur im Druckkopf liegen. Hier ist das Bodenschlauchende, welches im Druckkopf gesteckt hat. Ihr dürft gerne in den Kommentaren schreiben, warum das so aussieht. Ich vermute, dass es irgendwas im Schlauch nach oben gerutscht ist und deswegen keine Ahnung. Auf jeden Fall klappte der Druck viel besser, nachdem ich das fehlerhafte Stück abgeschnitten hatte. An diesem Banshee sieht man dank des Testgraufilaments vor allen Dingen die Probleme am Rumpf. Blobs, unschöner Bug, doch der Rest geht eigentlich sogar. Also, auf zur ersten Einstellung, den E-Steps. E-Steps beschreiben die Anzahl der Schritte, die der Extrudermotor machen muss, um eine bestimmte Menge Filament durch die Düse zu drücken. Ist diese Zahl zu hoch, wird mehr Filament extrudiert, was zu Überextrusion, also unsauberen Flächen und Blobs führt. Ist die Zahl zu niedrig, kommt es zu Unterextrusion, was zu Lücken in den gedruckten Schichten und zu schwächeren, brüchigeren Drucken führt. Um die E-Steps zu kalibrieren, braucht man einen einfachen Messschieber, den gibt es schon ab etwa 15 Euro bei Amazon. Natürlich gibt es auch teurere und mit besserer Qualität, sowie einen Filzstift. Heizt die Düse auf 200 Grad auf, markiert auf dem Filament 120 mm. Nun sagt er dem Drucker, dass er 100 mm extrudieren soll. Bei vielen Druckern geht dies inzwischen per Screen, aber falls nicht, könnt ihr den Drucker auch via Kabel mit einem Programm wie Prontaface verbinden. Das gibt es zusammen mit dem Prusa Slicer und direkt Commands an den Drucker senden.
Nachdem das Filament extrudiert wurde, misst man, wie viel Filament noch bis zur Markierung vorhanden ist. Michael von Teaching Tech hat hier in seinem Calibration Guide einen einfachen Rechner hinterlegt. Ansonsten ist hier auch die Formel zur manuellen Berechnung. Ihr könnt auch mehrmals hintereinander testen, um euch immer weiter an den Optimalwert anzunähern. Bei unserem Ender haben wir den Test zweimal durchgeführt. Würden wir ihn für die Produktion nutzen, wären es sicherlich noch 3 bis 5 weitere Male gewesen. Nach der E-Steps-Kalibrierung sieht man im Banshee schon eine deutliche Verbesserung. Die Blobs im Rumpf sind verschwunden, allerdings scheinen wir nun etwas zu wenig Filament zu extrudieren, da wir kleinere Lücken im Rumpf sowie auf dem Deck haben. Wir können jetzt weiter versuchen, die Extruder-Steps perfekt einzustellen, aber lasst uns dann noch ein weiteres Tool dazu bringen. Hallo, Orca Slicer! Orca Slicer ist ein Fork von Bamboo Slicer, der wiederum auf Brusa Slicer basiert, der wiederum auf Slick 3R basiert. Kommt ihr noch mit? Einfach gesagt, Orca Slicer ist Bamboo Slicer, der auch für Nicht-Bambu-Drucker funktioniert und viele coole Features hat. Hier wird es sicherlich auch noch ein eigenes Video zu geben, aber heute benutzen wir das Kalibrierungsfeature oder besser gesagt die Kalibrierungsfeatures. Dazu starten wir Orca Slicer und legen zunächst ein Standardprofil für unseren Drucker an. Zum Glück ist bereits ein Profil für den Ender 3 V2 vorhanden, auf dem wir aufbauen können. Stellen wir zunächst fest, wie heiß das Filament eigentlich gedruckt werden muss. Laut dem Sticker von Bavaria Filaments auf der Spule zwischen 190 und 230 Grad. Aber wie heiß ist das denn nun genau? Dazu verwenden wir den Temperaturturm oder Temp Tower. Orca Slicer macht uns hier das Leben extrem einfach, da wir mit nur einem Klick einen Turm erstellen können, der alle 10 mm die Temperatur um 5 Grad reduziert und ein Testmuster druckt, jetzt nur noch slicen und auf den Drucker damit. Im Ergebnis sehen wir, dass bereits ab 205 Grad ein leichtes Stringing einsetzt, zudem ist der Überhang auf der linken Seite etwas verzogen. Wenn ihr Wert auf Stabilität legt, solltet ihr trotzdem etwas heißer drucken, da dadurch die Layer besser aneinander haften. Ich nehme hier aber für das Aussehen einfach 200 Grad, das sollte passen. Wir tragen den Wert im Filament ein und speichern. Kommen wir zur Flow-Kalibrierung. Auch hier hat der Orca Slicer ein tolles Kalibrierungsfeature, welches verschiedene Testmuster mit unterschiedlichem Flow anlegt. Je höher der Flow-Wert, desto mehr Filament wird vom Extruder ausgestoßen. Flow ist quasi softwareseitige Anpassung der E-Steps. Beide Einstellungen drehen an der gleichen Schraube. Die Testmuster werden dann gedruckt. Man nimmt, was auch immer am schönsten aussieht, druckt einen zweiten Durchgang mit feinerer Flow-Unterscheidung und bekommt am Ende einen Flow-Wert, der gut zum Filament und Drucker passen sollte. Soweit die Theorie. Leider hat dieses Feature bei unserem Ender 3 nicht funktioniert. Ich vermute, dass hier die First-Layer-Kalibrierung nicht perfekt war und deswegen waren die Testmuster unregelmäßig. Aber normalerweise sollte man deutliche Lücken im Filament sehen, wenn man zu wenig Flow einstellt. Dies war bei uns nicht wirklich der Fall. Zu viel Flow konnte man aber sehr gut sehen, daher habe ich einfach den Wert genommen, der erste war, der nicht mehr nach Overextrusion aussah. Dank des Testgrau konnte man das zum Glück sehr einfach erkennen. Nachdem wir nun einen halbwegs geschätzten Flow-Wert haben, ist es nun wieder Zeit für einen Banshee. Normalerweise muss man nicht so viele Banshees drucken, aber für Demonstrationszwecke erschien dies mir richtig. Die leichte Underextrusion am Rumpf ist zwar noch nicht ganz behoben, dafür ist aber das Deck geschlossen. Als nächstes stellen wir Pressure Advance ein. Dafür gibt es 2 mögliche Testdrucke im Orca Slicer, einen schnellen Testdruck mit Linien und einen langsamen Testdruckturm. Da ich immer noch keinen perfekten Layer hatte, fiel hier der Liniendrucktest nicht aussagekräftig aus. Eigentlich sollten hier Linien mit Lücken und Verdickungen zu sehen sein, bei mir waren alle gerade. Der Turm sah zumindest etwas besser aus und bei 16 mm haben wir tatsächlich einen etwas anders aussehenden Bereich. Daher habe ich hier nach der Formel aus dem Orca Slicer Wiki diesen Wert eingetragen. Das folgende Banshee sah allerdings nicht wirklich anders aus. Da mir der Flow-Wert immer noch nicht zusagt, habe ich einen neuen manuellen Flow-Test gestartet. Dazu habe ich einfach 9 Würfel mit einer Kantenlänge von 20 mm erstellt und jedem einen einzelnen Flow-Wert gegeben. Das ist eigentlich genau das gleiche, was der automatische Test macht. Allerdings hat es bei meinen Würfeln aus irgendeinem Grund, ich vermute, weil der Top-Layer nicht so nah am First-Layer sitzt, ganz gut funktioniert. Man kann deutliche Lücken im Top-Layer erkennen. Nach einer zweiten Testrunde mit halb so hohen Würfeln hatte ich einen relativ guten Wert, in diesem Fall 0,913. Das ist immer noch sehr wenig. Normalerweise sollte der Wert zwischen 0,95 und 1,05 liegen. Nun ist es wieder Banshee-Zeit. Und wenn man dieses mit dem Start vergleicht, sieht es wirklich gut aus.
nur eine Linie bei ca. 16 mm stört. Ich hatte zunächst gedacht, das sei die Benchy-Rumpflinie, die erscheinen kann, wenn sich die Geschwindigkeit an dieser Stelle ändert, aber es war es nicht. Ein einfacher rechteckiger Kubus mit 15 mm Kantenlänge, 120 mm Höhe, zwei Wänden und 0% Infill zeigt, dass hier in unregelmäßigen Abständen eine Verdickung in der Wand festzustellen ist. Der Fehler lag letztlich an der Hardware. Bei ausgeschaltetem Drucker kann man die Z-Achse hoch und runter bewegen und wenn es hakt, stimmt etwas nicht. Bei unserem Ender war es eines der Z-Achsenräder, welches zu fest angezogen war und sich deswegen immer wieder verkantet hat. Hier seht ihr den Vorher-Nachher-Vergleich mit dem gleichen 120 mm Testturm. Das vorletzte Benchy für heute sieht daher auch noch eine Nummer besser aus. Flowwert und E-Steps würde ich für den Einsatz als Druckerfarbengerät noch genau kalibrieren, um auch hier die letzten Fehler zu entfernen. Aber für den Anfang schon eine deutliche Qualitätssteigerung, ohne dass man viel Zeit aufwenden muss, außer man druckt für jeden Schritt ein Benchy, was 1 Stunde und 40 Minuten braucht und vor allen Dingen nur mit Bordmitteln und gutem Testfilament. Das allerletzte Benchy für heute kommt auch aus dem Ender 3 V2. Hier habe ich auch genau die gleichen Einstellungen benutzt, aber diesmal mit Galaxy Black. Die Linien sind nicht mehr zu erkennen und genau deswegen ist das Testgraufilament immens wertvoll. Als abschließender Vergleich noch Benchys vom Bamboo Lab X1C, dem Prusa MK3S, dem Prusa MK4 sowie unser 25 Minuten Benchy-Profil aus der Wie schnell ist eigentlich der MK4-Folge in Testgrau? Ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick geben, wie ihr mit etwas grauem Filament und dem Orca-Slicer einen guten Startwert für euren 3D-Drucker bekommen könnt. Potenzial für Verbesserung ist natürlich vorhanden. Und mit einem höherwertigen Extruder, besserem Druckkopf, kann man auch hier bessere Ergebnisse erzielen. Insgesamt habe ich ca. 350 Gramm Filament gedruckt. Bei einem Preis von 21,95 Euro ergibt dies 7,68 Euro. Zieht man noch ein paar Benchys ab, kommt man mit etwa 5 Euro und einigen Druckstunden qualitativ ein gutes Stück voran. Wenn ihr etwas Bestimmtes erklärt haben möchtet oder Ideen für Videos habt, schreibt sie mir einfach in die Kommentare, bei Fragen natürlich auch. Und bitte liken und subscriben, damit hier in Zukunft noch mehr vorgestellt werden kann. Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich noch.